Ich heiße Sabine Waldmann und bin Dekanin im Kirchenbezirk Öhringen. Wir Öhringer fiebern schon lange auf die Eröffnung der Landesgartenschau zu, weil viele auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Engagement und Fantasie für sie diesen Garten hier gestaltet haben. Die Kirchen in Öhringen haben einen besonderen Ort. Dieser Ort heißt Kreuz und Meer. Dort finden jeden Tag Veranstaltungen statt, Andachten, und es werden Menschen dort sein für seelsorgerliche Gespräche. Ich freue mich, dass ich Sie jetzt einladen kann, unseren Eröffnungsgottesdienst auf der Landesgartenschau mitzufeiern. Sie haben es warm daheim, wir frieren hier auf dem Gelände. Aber dennoch hoffe ich, dass Sie sich anstecken lassen von der Freude, die wir hier erleben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gäste, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Eröffnungsgottesdienst der Kirchen hier auf der Landesgartenschau in ökumenischer Gemeinschaft hier in Öhringen. Dieser Gottesdienst steht unter dem Bibelwort des Propheten Jesaja. Dort heißt es: Ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Das Grün, die vielfältige Farbenpracht auch der Blüten, tun ja nicht nur dem Auge, sondern auch unserer Seele gut. Wir sehen auch in dem Schönen der Natur vor allem Gottes Schöpfung in ihrer reichen Fülle. Wir als Menschen, das wissen wir, können zwar sehen, planen, pflanzen, bewässern, aber das Wachsen und Gedeihen können wir von uns letztlich nicht herstellen. Das gilt übrigens nicht nur für die Natur, sondern auch für unser eigenes Leben.
Gedeihen ist Gottes Gabe. Schließlich gehört die Erde und die Natur ausnahmslos allen Menschen, egal ob sie jetzt wohlhabender sind oder nicht, ob sie großartige Garten- und Wohnmöglichkeiten haben oder nicht. Und ich freue mich auch, dass die Macher der Landesgartenschau es ermöglicht haben, dass auch Menschen, die weniger Möglichkeiten haben, Menschen mit Behinderungen, Menschen in sozialer Schwierigkeit oder Menschen, die jetzt erst zu uns gekommen sind, günstiger hier auf das Gelände kommen und eingeladen sind, daran teilzunehmen. Diese Sehnsucht unter uns Menschen nach dem Heilenden, dem Schönen, dem Natürlichen ist gerade in unserer sonst sehr hektischen, lauten und digitalen Welt, diese Sehnsucht ist bei vielen von uns spürbar. Die Sehnsucht nach dem Garten ist dem Menschen biblisch betrachtet bereits seit dem Sündenfall eigen. Seit dem Verstoß aus dem Paradies sehnt sich der Mensch danach, diesen Zustand wiederzuerlangen. Deswegen machen wir auch ständig Landesgartenschauen, denke ich. Was diesen Zustand auszeichnet, war ja die Gottesnähe und die direkte Verbindung und Kommunikation mit Gott, dem Schöpfer. Aber auch das friedliche Zusammenleben der Menschen im Garten Eden war befreiend und paradiesisch. Es gab keinen Streit, keinen Neid, keine Missgunst, keine Gewalt. Und auch die Früchte, die es dort gab, reichten für alle aus. Jeder und jede wurde satt. Diese Sehnsucht nach Gottes Nähe, nach Frieden und nach einer gerechten Verteilung der Güter, von denen alle Menschen leben können, ist auch noch tief heute bei uns eingepflanzt. Und diese Sehnsucht bekommt immer wieder aufs Neue Raum. Ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Das wünsche ich Ihnen allen, allen Besucherinnen und Besuchern der Gartenschau, dass es immer wieder auch ein Ort der Schönheit und des Friedens wird. Als Christen hoffen wir auf den Garten, den wir einst schauen werden, der für uns bereitsteht in Gottes Reich. In dieser Hoffnung können wir auch wieder bei dieser Landesgartenschau die Gärten betrachten und uns an ihnen erfreuen und darauf vertrauen, dass der Garten, der noch kommen wird, diesen irdischen Gärten an Schönheit, Buntheit und Frieden um ein Vielfaches überlegen ist. In diesem Sinn wünsche ich uns allen nun einen gesegneten und guten Gottesdienst. Amen. Ich lade Sie ein, Gott zu loben mit Worten eines uralten Gebetes. Und Sie finden dieses Gebet, den Psalm 104, auf Ihrem Liedblatt. Wir sprechen diesen Psalm alle zusammen so, dass das Lob Gottes laut und fröhlich über das ganze Landesgartenschaugelände erklingt. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht begleitet. Du löst dich im Licht wie in einem Kleid. Du spannst den Himmel aus. Du veränderst die Balken deiner Wohnung wie Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen. Du fährst einher auf den Flügeln des Sturmes. Du machst dir die Winde zu Roten und lodernde Feuer zu deinen Dienern. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet. In alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde. Und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von Öl erglänzt. Deine Frau und Christ Sohn und dem Heiligen.
Wir hören eine Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Freut euch mit Jerusalem, jubelt in der Stadt alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie traurig wart. Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum. Denn so spricht der Herr: Seht her, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach. Ihre Kinder wird man auf den Armen tragen und auf den Knien schaukeln. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Hört Worte der Liebe Gottes über seiner Welt. Der Evangelist Johannes schreibt: Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbart wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wie schön es hier ist. Das denke ich jedes Mal, wenn ich eine Gartenschau besuche. Und auch der erste Eindruck heute Morgen auf dem Weg hierher hat dies wieder in meinen Sinn gebracht. Die Arrangements sind eine Augenweide. Nirgends nimmt das Unkraut überhand. In dem kleinen Gärtchen bei uns an unserem Haus ist das anders. Doch heute tauche ich ein für ein paar Stunden in eine Oase des Schönen mitten in der chaotischen Welt. Und viele Menschen werden dasselbe tun in den nächsten Tagen während der Landesgartenschau hier. Hier kann man sich erholen vom Alltag und auch Kraft tanken für den Alltag. Denn im Alltag macht es uns oft zu schaffen, dass vieles nicht in Ordnung ist. Im Bild ausgedrückt scheint das Unkraut überhand zu nehmen. Menschen guten Willens versuchen, Habgier, Rassismus oder Gewalt zu bekämpfen. Doch wenn sie dies an einer Stelle geschafft haben, bricht sich das Böse auf eine andere Weise Bahn. Mitten in diesem schönen Gartengelände hier in Öhringen gibt es einen Teil, den die Kirchen verantworten. Kreuz und Meer ist er benannt. Auf mich wirken die kahlen Baumstämme in Kreuzform angeordnet sperrig. Das passt, dachte ich, als ich mich mit den Planungen der Kirchen für hier vertraut machte. Denn das Ereignis, wofür das Kreuz steht, ist mit dem Wort sperrig wohlwollend beschrieben. Gottes Sohn hängt an zwei Holzbalken. Das ist nicht nett anzusehen. Da ist nichts gut. Jesus stirbt qualvoll.
Es scheint so, als habe er dem Hass, der ihm entgegenschlug, nichts entgegensetzen können. Und doch überwindet Gott durch dieses grausame Sterben das Böse. Das Licht des Lebens scheint genau dort auf. Es ist stärker als das Dunkel des Todes. Das feiern wir ja in dieser österlichen Zeit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr, dass Gott das Dunkel des Todes nicht scheut, um so das große Zeichen für das Leben zu setzen. Dieses Zeichen sollen wir ansehen. Weil Gott da ist, keimt Hoffnung auf. Indem wir also hinsehen und wahrnehmen, was nicht gut ist, geschieht das Paradoxe. Wir entdecken Gottes Gegenwart, die Hoffnung gibt, gerade im Dunkeln. Die Welt wird quasi von unten her verändert, so wie sich ein Samenkorn aus der Erde bahnbricht, wie Leben aufwächst. Das Kreuz wird zum Lebensbaum. Wir lassen uns von Jesus berühren und sehen hin, wenn Menschen leiden. Aus Mitleid wird Solidarität. Wir suchen nach Verbündeten, um Böses mit Gutem zu überwinden. So sehr liebt Gott die Welt. Niemand soll zugrunde gehen. Dafür steht das Kreuz. Sehen wir es? Betreten wir den Raum, den es eröffnet? Geben wir dem Geist der Liebe eine Chance? Die Saat der Liebe geht auf in unseren Herzen, sodass wir mit vielen anderen zusammen Gottes Gegenwart entdecken und Gutes wirken, mitten in dieser Stadt und mitten in Gottes Welt. Amen.
Wir wollen Fürbitte halten und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir jetzt mal aufstehen dazu, nicht nur als Zeichen des Gebetes, sondern damit Sie ein bisschen in Bewegung kommen und die Füße vielleicht auch bei der Gelegenheit etwas warm. Wir stehen vor Gott mit allem, was wir jetzt im Herzen haben und tragen ihm unsere Anliegen und Bitten vor. Herr Jesus Christus, wir bitten für die Landesgartenschau, ihre Verantwortlichen und die Besucher der vielfältigen Veranstaltungen, die hier stattfinden. Lass die Menschen deine Nähe und dein Wirken erkennen in den Blumen und Pflanzen, in den Talenten und in den Begegnungen. Vater im Himmel, in deinen Garten hast du uns eingeladen. Menschen haben geplant, gepflanzt und gebaut. Du gibst das Wachsen, Blühen und Gedeihen. Lass uns in dieser Blütenpracht deine Freude entdecken. So kann Leben gelingen im Einklang mit der Natur und deiner Schöpfung. Weil unsere Welt durch Gewalt, Krieg und Ungerechtigkeit nach Hilfe schreit, wollen wir diese Gartenschau nützen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einzustehen. Herr Jesus Christus, wir stehen hier vor dir und du siehst in uns hinein. Du siehst, was jeden von uns beschäftigt und belastet. Herr, wir bitten dich, statte uns aus mit Kraft, Mut, Zuversicht, damit wir auch anderen eine Hilfe sein können. Lass uns mutig an deiner Hand in die Zukunft gehen. Herr Jesus Christus, segne auch die Menschen, die uns das Leben schwer machen. Sie sollen keine Macht über uns haben. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Nun lasst uns miteinander das Gebet sprechen, das Jesus uns selbst anvertraut hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Diesen Tag unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.